Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und bei Life is Strange. Wir springen mal direkt rein in das nächste Kapitel. Kapitel 4, Flackern. Pike, es ist alles auf dem USB-Stick. All die Beweise, die du brauchst, um Typhon für Gabes Tod und noch vieles mehr dran zu kriegen. Danke. Wir sehen uns. Bürger von Haven Springs, wir berichten live vom Frühlingsfest. Eine letzte Erinnerung. Holt euch beim Blumenwagen eine Rose, bevor sie alle weg sind. Beim allerersten Frühlingsfest in Haven vergaben heiratsfähige Frauen aus guter Familie und in gebärfähigem Alter Rosen, um einen Partner anzulocken. Was soll ich sagen? Geschichte ist echt schräg. Zum Glück ist die Sache mit dem Heiraten weggefallen, aber die Rosen gibt's noch. Und falls es jemand Besonderen für euch gibt, drückt eure Zuneigung nichts besser aus als eine Rose. Und ganz nebenbei sind sie auch noch ziemlich schick. Klingt witzig. Rosen vergeben. Mache ich sowas? Wir sind der neue Bachelor. Rosen vergeben. Sag mal, erstmal schnappe ich mir den USB-Stick. Sah die Lampe die ganze Zeit schon so aus? Sie kann ich mich irgendwie nicht daran erinnern. Aber ich glaube, die Stimmung hier ist generell irgendwie gerade anders durch das Licht, glaube ich. Videospiel. Es ist echt verlockend, mich damit die ganze Nacht einzuigeln, anstatt die Wohnung zu verlassen. Kann ich sehr gut verstehen. The Sword of Dust and Daylight. Chinesisches Gericht. Ich glaube, das wird der perfekte Afterparty-Snack. Hm. Kann man auch immer essen. Laptop. Ich denke, ich bleibe ab jetzt bei Minesweeper. So, ich muss mal wieder gucken, ob wir hier irgendwas noch haben. Was irgendwelche Erinnerungen hat. Alkohol. Ich erinnere mich, wie ich als Teenager vortrinken wollte. Und dann bin ich einfach schlafen gegangen. Fröhliches Frühlingsfest, Gabe. Oh, Fenster. Sieht aus, als wenn das Fest schon in vollem Gange ist. Ich bin echt aufgeregt. Erstmal schön Frühlingsfest und dann erstmal noch einen Mord aufklären. Toll, passt Eines auch super Tages zusammen. Eines Tages werde ich den Kram hier aufräumen. Heute ist nicht dieser Tag. Roboter? Wie stehen die Chancen, dass deine Anleitung hier drin ist? Ja, diese eine Verzierung macht voll den Unterschied. Eine Lichterkette. Ah, Lichterketten. Der Schlüssel zum Cozy Places Subreddit. Lichterketten machen echt viel aus. Erstmal schnappe ich mir den USB-Stick. Ich hab selber eine. Schön, aber das ist so gar nicht Gabe. Warum hat er sowas? Ah, wahrscheinlich für seine Freundin oder so. Bin hier noch. Ah, er hat Puzzle. Hat sie jetzt das letzte Puzzleteil gefunden? Nee, das ist immer noch weg. Toll. Man das hier auch noch irgendwo finden kann. Undichter Hahn. Ich wollte Jack von der Spüle erzählen, aber ich habe Angst, dass er versuchen wird, mir beizubringen, sie selbst zu reparieren. Ah, wäre doch ganz praktisch, falls das nochmal passiert. Eine Hose. Sei unbesorgt. Ich komme zu dir zurück. Wo sie eigentlich echt gut aussieht mit dem Rock. Ich meine, hey. Richtig cooles Outfit. Ich wünschte, ich hätte Charlotte helfen können, doch ihren Schmerz zu nehmen fühlte sich nicht richtig an. Mann, die letzte Ausgabe ist düster. Aber ich bin mir sicher, Ethan wird's gut gehen. Son of Lee, demaskiert, entfesselt und unaufhaltsam. Ich habe in den letzten Wochen mehr gespielt als in den letzten Jahren. Fühlt sich gut an. Gibt's Notizbuch. Ich bin kurz davor, meine eigene Liste zu führen. Stimmt. Das hatten wir ja das letzte Mal uns schon angeguckt. Der USB-Stick. Von dir hängt eine Menge ab, du kleines, lebloses Objekt. Ah, stimmt, wir müssen erstmal nehmen den USB-Stick. Okay, das machen wir dann erstmal noch nicht. Werte Zuhörer in Haven, wir senden jetzt live vom Frühlingsfest. Kommt bei unserem Wagen im Park vorbei, um euch eure Tombola-Lose zu holen. Vielleicht etwas zu gewinnen. Okay. Echt klasse von Steph, wie sie das alles organisiert hat.
Riesiges Dankeschön an alle, die beim Lab geholfen haben. Vielen Dank an alle für einen weiteren, einen grandiosen Chili-Kochwettbewerb fürs Frühlingsfest. Mein Mund steht immer noch in Flammen. Geil. Das Festival gibt es anscheinend schon länger. Das Frühlingsfest hat begonnen. Als erstes steht unser jährlicher Chili-Kochwettbewerb an und später gibt es Live-Musik. Okay. Alles ist so abgefuckt. Ich habe etwas Tumult im silbernen Drachen gehört, als ich zum Fest unterwegs war. Alles okay? Geil. Okay, das hatten wir schon. SMS haben wir noch von Ethan. Viel Spaß auf dem Frühlingsfest. Ich wünschte, ich könnte dort sein, aber wenigstens komme ich zum Zeichnen des nächsten Tainor-Comics. Super, was passiert in dieser Ausgabe? Keine Spoiler, aber Tainor findet ein Tor in die Unterwelt und kämpft gegen den König der Dämonen. Ich sag doch! Oh Mann, das wirkt wie ein recht großer Spoiler. Das ist die erste Seite, lol. Okay. Das ist sehr schön. Ah, Charlotte Wut. Manchmal flackert Wut wie ein alter Film, der im Projektor feststeckt. Sie zerfrisst dich von innen, lässt alles andere wegschmelzen, bis du nur noch eine brüchige Hülle und eine kochende Masse aus Vorwürfen und Schuld bist. Erschaffe etwas Kunst. Das soll helfen, richtig, aber das tut es nicht. Das erfüllt jeden Laden nur mit Andenken daran, was für eine schreckliche Person du bist. Hatten wir das schon vorgelesen? Ich meißle dich aus Stein und lerne jemanden zu brauchen. Öffne deinen Sarg. Doch, ich glaube, das hatten wir schon, ne? Kommt mir bekannt vor. So, der Notiz, der USB-Stick muss noch warten. Willst du mein Date für das Fest sein, Shushu? Ich will eigentlich gar nichts anderes anziehen, weil sie sieht eigentlich ganz cool so aus. Aber mal gucken. Ja, der Donut Man. Geil. Ah, das finde ich eigentlich schon ganz cool. Tiger. Ah, nee, das kann so ruhig anbehalten. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ein Brief. Fëanor ist zu gut für diese Welt. Alex, mach dir um mich keine Sorgen. Nach der Fahrt in den Süden mit meinem Papa fühle ich mich immer besser. Und wir haben viele Pläne für den Sommer. Er hat gesagt, wir könnten zelten gehen und Ultra-S'mores machen. Das sind S'mores mit Eiscreme obendrauf. Geheimes Familienrezept. Das Lab war super, du bist eine echt gute Badin. Und ich hoffe, dass wir bald nochmal machen können. Ich habe schon viele Ideen, um deine Geschichte auszuarbeiten. Todesfeen. Danke, Alex. Ethan. Todesfeen. Oh, das kommt vielleicht auch im nächsten Comic. Da ist unsere Badenmütze. Alto, die Badin, wird erneut losziehen. Können wir auch nach oben gehen? Der USB-Stick ist auf meinem Schreibtisch. Ja, das weiß ich doch. Okay. Wir wollen nicht nach oben gehen. Schade. Hätte ich gerne mal bei... Also, Nacht ist gesehen. Das Teil nur Deko oder soll ich es irgendwann benutzen? Kommt drauf an, ob hier irgendwann mal Schnee liegt, ne? Gut, dann nehmen wir mal den Stick. Okay, Zeit nach unten zu gehen. Eleanor. Alex, das vorhin tut mir so leid, ich weiß deine Hilfe wahrlich zu schätzen. Gesetzt du dich heute Abend zu uns, meine Liebe? Ja, dieser einen Party kann ich die Stirn bieten. Ha, wir machen es so schmerzlos wie möglich. Geil. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen hier. Test, Test. 1, 2. Nicht dein Ernst. Du hast einen Rock an? Hey, Leute. Fröhliches erstes Frühlingsfest. Danke. Ich habe Hike erreicht. Er wird bald hier sein. Wenn er sieht, was auf dem Stick ist, heißt es Game Over für Typhon. Ein guter Grund zu feiern. Ich denke, wir haben uns heute Abend ein wenig Spaß verdient. Die Band legt gleich los. Geh am besten ganz nach vorn. Braucht ihr Hilfe beim Aufbauen? Wer spielt? Nice. Wer spielt? Eine Band aus dem Ort, das sie lieben. Ich muss kurz zurück zum Wohnwagen. Also versuch dich ganz normal zu verhalten.
Ich kann nichts versprechen. Meld dich, wenn's bereit ist. Na gut, dann werden wir mal versuchen, normal... Wenn ich eine Rose vergeben würde, wären Steph und Ryan ganz oben auf meiner Liste. Das denke ich mir. Jetzt will ich erstmal das Festival genießen. Schlagzeug. Ich kann's kaum erwarten, die Mystery Band zu sehen. Vielleicht ist es Steph sogar? Weil sie spielt auch Schlagzeug. Vielleicht ihre eigene Band? Kann gut sein. Vielleicht ist sie ihre Freundin da wieder zurückgekommen. Apfeltauchen. Oh je. Das erfordert eine ganz bestimmte Art Mensch. Ja. Und die bin ich nicht. Ja. Verstehe ich. Ob hier hinten auch lang? Oh ja. Geländefahrzeug. Ein random Quadbike geparkt vor einem Haufen Betrunkener. Was kann da schon schief gehen? Oh, Mikrofon hinter der Bühne. Aha, wusste doch, dass hier was versteckt ist. Hey, hallo alle zusammen. Kann ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Jet, was machst du denn? Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um euch hier vor Gott und den Augen aller zu sagen, dass Annette Theresa Foster die schönste Frau der Welt ist. Es heißt, beim Frühlingsfest geht es darum, seine Gefühle kundzutun. Und Anne, ich denke, dass ich sterben würde, wenn ich dich nicht zu meiner Frau mache. Oh. Du musstest süß. Ja wieder eine Szene machen, oder? Warte, das war doch voll süß. Was ist mit der Frau los, ey? Ich hätte gedacht, dass der junge Jet so einen Hang zum Dramatischen hatte. Das ist doch voll süß. Ist das hier eine Hüpfburg? Oh, irgendwelche Leute schreien mir schon wieder. Ist Miststück. Hey Alex, ich wollte dir ein frohes Frühlingsfest wünschen. Leider muss ich dieses Jahr arbeiten, aber ich schätze unsere Unterhaltung von vorhin wirklich. Es war toll, dich näher kennenzulernen. Danke dahin, gleichfalls. Ah. Hüpfburg. Wahrscheinlich von heute Vormittag oder so. Oh, voll schön, ey. Das erinnert mich schon wieder so an Life is Strange mit den Lichterketten und so. Oh. Das war auch echt schön. Bevor dann wieder den Bach runterging. Ich glaube, genau das wird jetzt auch wieder passieren bei Life is Strange, weil letztes Kapitel war doch eigentlich noch ganz schön. Relativ unchaotisch. Und unfurchtbar. Eigentlich ganz schön. Deswegen, ja, kann man jetzt nur noch schlimme Dinge erwarten hier. Ah, mal schauen. Wo ist das hier, der Blumenwagen? Müssen wir uns ja eigentlich noch eine Rose mitnehmen. Ja, Wagen. Mann, Haven geht bei dieser Party ja richtig ab, hä? Ah, Mac. Ja, am Rande. Ich hab Mac schon eine Weile nicht mehr gesehen. Seine Lage hat sich nicht verbessert. Ich habe alles gehört. Und wollte mich bedanken. Du hast versucht, das Richtige zu tun. Und was jetzt? Ich mache Typhon fertig. Das gesamte Wespennest. Ich stelle mich nicht gegen dich. Aber die sind die einzigen, die gerade für Jobs in der Stadt sorgen. Und ich habe noch einige Schulden. Du kannst dich besser schlagen. Okay, aber sei vorsichtig. Ja, du findest bestimmt auch irgendwo anders einen Job. Ach komm schon, Mac. Selbst du bist zu gut für Typhon. Ich fühle mich jedes Mal geschmeichelt, wenn du dich so um mich sorgst. Kurzer Kotzanfall. Warum wolltest du uns auseinanderbringen? Ach, das ist der Mac, den ich kenne. Boah, trink bloß nicht zu viel Bier, Junge, Alter. Pass auf dich auf, Alter. Ja. Du auch. Warte, hat der eine Aura irgendwie? Nee, ne? Okay. Das war gerade schon wieder ekelhaft. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Erkunde das Frühlingsfest, finde die Rosen. Okay, gut. Riley ist heute wohl ziemlich sentimental drauf. Ich möchte nur kurz sagen, wie wunderbar Haven wirklich ist. Wo sie gerade steckt.
Nichte wie diese erinnert mich daran, was für ein Glück ich habe, es mein Zuhause zu nennen. Kein anderer Ort wird dem je das Wasser reichen. Also natürlich wieder Teil von fröhliches Frühlingsfest an die Gemeinde von Haven Springs. Okay. Ein Outdoor-Freund. Ich bin so froh, dass Eleanor es zum Festival geschafft hat. Ich muss ihr unbedingt Hallo sagen. Ja, machen wir gleich. Sie sucht nach ihrer Schwester, die vor Jahren von der berüchtigten Hexergilde entführt wurde. Und weiter? Und unterwegs trifft sie ein paar Söldner. Aber es sind keine gewöhnlichen Söldner, sondern kriminelle Elfen und untote Priester. Sie finden die Schwester. Aber die ist inzwischen die hohe Hexerin der Gilde. Und sie bedroht das ganze Königreich mit ihrer krassen Magie und so. Und sie müssen sie töten. Oder? Keine Ahnung. Total das Dilemma. Wie Shakespeare trifft Tolkien. Ich sag dir, sowas wollte ich schon immer mal schreiben. Mann, das ist doch unglaublich. Dank dir habe ich endlich wieder richtig Spaß daran. Von wegen. Ethan scheint nicht der Einzige zu sein, den das Lab heute inspiriert hat. Hm. Ach, das war das der Typ, der uns ein Rätsel gestellt hat? Kann sein, ne? Wo kommen wir hier unten auch noch überall lang? Da sind auch noch Leute. Überall hin. Weg von den Menschen erstmal und alles andere erkunden. Gucken. Darf ich mal hier durch, meine Herren? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier unten nach unten zu gehen, aber mal schauen. Na dann, viel Glück, Schild. Ja, hat man gerade an Mac gesehen. Sieht aus, als wären noch echt viele Leute in der Stadt unterwegs. Okay, geh vielleicht auch nochmal zurück hier oben hin und red erstmal mit den anderen Leuten. Bevor ich die Party verlasse. Ah, sieht so hübsch aus. Ah, ich glaube, da vorne steht Eleanor. Kennt man direkt in den grauen Haaren. Oh, hier ist Charlotte. Echt cool, dass das Radio live aus dem Park berichtet. Toll. Man fühlt sich echt wie... Was, keine Marshmallows? Ach, komm schon. Große Enttäuschung, jetzt gehe ich direkt wieder. Ich habe das Gefühl, dass sie echt Spaß hat. Witzig, dass du fragst. Einfach. Erinnerst du dich an diesen Song? Allerbester Daydreams? Das ist die beste Zeit des Jahres. Diese Freude ist echt ansteckend. Besonders für mich. Ist das nicht Charlotte? Was echt Verrücktes passiert. Ich habe in der Lantern gelernt und da fiel mir auf einmal der Text ein. Ich dachte, die schwarze Bestie. Oh, die arme Katze. Hi, Val. Ah nee, die ist gar nicht eingesperrt. Überredet, ne? Katze hat keine Stimmung. Die schwarze Bestie von P. Audleys Reisen im Zirkus. Und sein Cornuel, die schwarze Bestie, tourten in den 1930er und Anfang der 40er in den Vereinigten Staaten, bevor P. Audley vorzeitig hier in Haven Springs, Colorado verstarb. Diese unglückselige Aufführung verweilte jahrzehntelang in Havens Geschichte und Gerüchte über die Bestie kursieren noch heute. Das Cornuel von Audleys Reisen im Zirkus war bekannt als die schwarze Bestie, wahrscheinlich eine melanistische Farbvariation des Panthera onca. Berichte von Augenzeugen widersprechen dem traditionellen Verständnis der Gattung aufgrund seiner ungewöhnlichen Größe und unnatürlichen Langlebigkeit. Die schwarze Bestie sollte am 27. Juli 1944 in einer Show in Haven Springs auftreten. An diesem Abend ermöglichte ein Vorfall während der Aufführung der schwarzen Bestie die Flucht in die Wildnis der Berge. Dabei tötete sie mehrere Darsteller. Selbst heute berichteten Wanderer, Jäger und jene mit abenteuerlustigen Herzen von Sichtungen eines großen Schattens, der durch die Berghänge von Haven Springs pirscht. Präsentiert von der Gesellschaft zur historischen Erhaltung von Haven Springs. Mhm. Na, da passt doch, dass sie das sitzt. So. Ich bin so froh, dass Eleanor es zum Festival geschafft hat. Ja. Ich muss ihr unbedingt Hallo sagen. Erstmal hinsetzen. Ach so, das ist also diese Gemeindeversammlungssache, von der alle immer reden. Ja, alles klar. Wheels on the bus, they go round and round. The autumn leaves, they keep falling down. And I finally feel
Ach, da ist Steph drin in dem Wagen. Schon wieder Telefon. Was geht denn hier die ganze Zeit ab in my Blog? Wir scheinen unsere letzten Körbe mit Rosen erreicht zu haben. Falls ihr eurer liebsten Person noch keine Rose gegeben habt, ist dies eure Chance. Okay, wir müssen gleich mal hinsporten. So, was haben wir hier noch? Menschen. Ich bin so froh, dass Eleanor es zum Festival geschafft hat. Ich muss ihr unbedingt Hallo sagen. Ganz viel Bier. Oh, Mr. Lantern. Gefällt mir gut, was Sie mit der Bar angestellt haben. Also, wo steigt die Aftershow-Party? Aftershow-Party? Also wirklich, ein junger Mann wie du, du musst doch wissen, wo es abgeht. Ehrlich gesagt, bin ich fix und fertig. Ich denke, dass ich bald schlafen gehe. Meine Güte. Ich hoffe nur, dass es Riley gut geht. Es ist erst ein richtiges Frühlingsfest, wenn alle entweder im Park geschlafen haben oder im Bett von jemand anderem. Okay, Eleanor weiß Bescheid, ey. Tut mir leid. Also, was ist jetzt passiert? Wo steigt die Aftershow-Party? Es gibt keine stilvolle Art, Aftershow-Party? Tut mir leid. Stoßen wir ihn an und sagen dann immer, tut mir leid? Oder wie? Tut mir leid. Okay. Wo steigt die Aftershow-Party? Das unsinnigste Wodka-Liefersystem der Welt. Also wirklich, ein junger Mann wie du, du musst doch wissen, wo es abgeht. Na, Steph? Steph ist echt super. Vielleicht gebe ich ihr eine Rose. Hey, Steph. Okay, die kann wohl gerade nicht reden. So, was haben wir hier? Das war das Apfeltauchen. Ich bin so froh, dass Eleanor es zum Festival geschafft ja, hat. Ja, wir reden auch gleich ich mit ihr. Ich muss ihr unbedingt Hallo sagen. Achso, wir müssen auch noch mit Ryan reden. Den habe ich schon fast vergessen hier hinten. Ryan war immer für mich da. Soll ich ihm eine Rose geben? Können wir nicht zwei Rosen verteilen? Das ist ja hier der Bachelor. Hey. Die Bachelorette. Wie läuft's? Oh, gut. Die Gefahr, dass hier gleich alles in Flammen steht, ist gering bis mittel. Na dann. Was sind hier? Ich bin so froh, dass vielleicht gebe ich Steph oder Ryan eine Rose. Können wir die jetzt direkt schon vergeben? Nimm doch zwei mit. Man muss sich doch Optionen frei halten. Obwohl, das wäre sehr toxisch. Gibt die natürlich Steph. Steph ist schon sehr cool, sehr viel cooler als Ryan. Passt auch, glaube ich, besser zu ihr. Können wir ihr die geben? Ah ja. Die ist für dich. Wir sind ja schon fast mehr oder weniger verheiratet. Im Lab zumindest. Ist das dein Ernst? Ja, das ist es. Wow. Ich freue mich so sehr. Die versüßt mir echt den Abend. Das freut mich. Hey, sehen wir uns heute Abend nach der Show? Ich habe absolut krasse Neuigkeiten für dich, sagte sie überaus geheimnisvoll. Natürlich. Und jetzt holen wir uns noch eine Rose. Später, Steph. Können wir das wirklich machen?
Können wir jetzt Ryan noch eine geben? Das wäre... Hier, Bachelor. Können wir das wirklich machen? Ah ne, schade. Okay. Ich glaube, ich habe beim Festival ein Spiel mit Jelly Beans gesehen. Könnte ja lustig sein. Da wollte ich gleich auch noch mal hingehen, da drüben irgendwo. Hat es der Fetz eine Aura? Oh ja, tatsächlich. Okay, sie ist aber nicht freudig. Fuck, Alter. Sie hat mir eine Rose geschenkt. Leg dich mal lieber ins Zeug, Gingrich. Ich hoffe, ich bin bereit für... was auch immer ich da angefangen habe. Ah. So, mit Eleanor reden wir gleich. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl... Obwohl, das steht, glaube ich... Erkunde das Frühlingsfest immer noch, okay. Nicht, dass aber mit Irene und dann plötzlich irgendwas passiert. Ich möchte mich ja eigentlich überall noch umgucken. So, hier 2, oben. 232? 233? Genau. 234? Ich habe noch nie jemanden gesehen, nein, der sich so auf ein Glas Jelly konzentriert. Die rote war 234. Moment. Ach, Gott. Dieses Spiel macht einen echt fertig. Warum tue ich mir das an? 3. Vielleicht kann ich ihm irgendwie helfen. Kommt darauf an, was man gewinnen kann. Ein weiteres Jahr, in dem ich den Gutscheingewinn behalten kann. Ich bin so gut. Ernsthaft? Komm schon, Jelly Beans Lady. Das ist voll daneben. Das ist doch unmöglich, oder? Hm. Ich glaube, da muss man schon sehr viel Glück haben. Hi. Oh, hey. Das ist euer Hundetyp, ne? Du nimmst diese Jellybeans aber echt ziemlich ernst. Ja, denn der Preis ist ein 100-Dollar Geschenkgutschein. Chrissy ist immer noch ganz nervös nach der Aufregung. Deshalb besorge ich ihr einen Haufen Leckerlis. Klingt echt peinlich, wenn man es laut sagt. Überhaupt nicht. Es ist süß. Vielleicht kann ich helfen. Oh, echt? Bist du gut darin? Was glaubst du, wie viele Jellybeans es sind? Eine Menge. 300, 800. Ich hab keine Ahnung. Um die 300? Hm. Ja, könnte sein. Hätte ich vielleicht erst mit ihr sprechen sollen. Die Lady, die beim Glas sitzt, hat sich irgendwie verändert. Vielleicht sollte ich sie lesen. 300? So ein Trottel. Nicht mal annähernd. Ich lag so krass daneben. Vielleicht sollte ich etwas sagen, bevor er falsch tippt. Mann, was ist dein Problem, Lady? Will halt das Geld behalten. Hey, ich hätte da noch einen Tipp. Ja? 700? Ich denke, es sind so ungefähr 700. Ja, 700 klingt gut. Aber wir müssen es ganz genau treffen. Ich habe gespürt, wie ihr Herz ein Aussetzer machte. Ich sollte sie nochmal lesen. Das ist echt praktisch, ey. Oh. Wow, das war nah dran an 731. Wer ist dieses Mädchen? Oh ja, ich weiß Bescheid. Also, Hundemann. Die richtige Antwort ist 731. Ha. Frag mich nicht, wie. 731 Jellybeans. Das stimmt. Yes. Gewonnen. Danke für deine Hilfe. Du bist krass. Kriegt die Hälfte ab? Kein Ding. Cool. Oh, sie ist jetzt rot. Unglaublich. Woher hat sie das gewusst? Lebenslanges emotionales Trauma. Ja. Hast ja richtig Glück gehabt, was? Richtig viel Glück. Warum hat die gerade so eine alte Oma-Stimme gehabt? Danke nochmal. Ja, hat Spaß gemacht. Alles für den Hund. Dann ja noch Wanne voll Bier. Ich glaube nicht, dass das Teil unsere Ausweise überprüft. Kein Wort zu Pike. Oh, ein Diorama. Wow, dieses Modell ist wunderschön. Das ist letztes Jahr passiert, ja. Ich erinnere mich genau daran. Das war so gegen 10 oder 11 Uhr abends. Und ich sage dir, er war schon hackedicht, Mann. Ich kann so ein Trinkverhalten nicht befürworten, trotz meines Berufs. Das Frühlingsfest ist anders als die Lantern, keine Frage. Es ist schön, Jet so in seinem Element zu sehen. Und haut auf dem Weg einige Tische um.
Dann sehe ich, wie er wie aufgescheucht zum Dock rennt und bin gleich hinterher, weil ich genau weiß, was er vorhat. Mhm. Und dann, wie sollte es auch anders sein, springt der Hundesohn vom Ende des Piers einfach ins Wasser. Der Hundesohn. Mit einem Bauchklatscher. Wahnsinnsgeschichte. Der arme Bastard ist so betrunken, dass er vergessen hat, dass er nicht schwimmen kann. Also springe ich ihm hinterher. Hat etwas gedauert, aber ich habe ihn wieder an Land gezogen und ihm einen Krankenwagen gerufen. Nur zur Sicherheit. Aber ihm ging's gut. Wahnsinns-Story. Also, es war ein harter Monat. Nass, was mich jetzt aber das stört. Hier macht alles aber wieder. Alle haben hier ständig... Chad liebt diese Stadt so sehr. Es ist inspirierend. So, Eleanor. Hi, Eleanor. Guten Abend, Liebes. Ah, viel zu tun. Trinken wir später. Können wir mehrere Sachen wieder machen? Ah, ich frage erstmal, wo ist Riley? Hey, wo ist Riley? Ich habe sie noch nicht gesehen. Nun, sie ist gerade ziemlich beschäftigt. Sie braucht heute ein bisschen Zeit für sich. Okay. Das war ja komisch. Ich frag mich, ob es etwas gibt, das sie mir nicht sagen will. Die Dekoration ist echt wunderbar. Das muss ein Haufen Arbeit gewesen sein. Das war's wert. Also, kippen wir ein paar Shots oder was? Natürlich. Tequila. Und wer fängt an? Ich mach nur Spaß. Awkward. Oder doch nicht? Ich werde mal lieber gehen. Das war gerade eine sehr seltsame Konversation. Oma, ey. Ablenkung, Ablenkung. Ryan, alles bereit? Kommst du zur Bühne? Unterwegs? Steph, okay. Klingt, als würde Ryan auf mich warten. Dir auch. Ich gehe lieber zurück. Ja, der kann gerne noch ein bisschen weiter warten. Man merkt, ich bin Teams sehr viel. Aber nee, ich wollte mich hier noch weiter umgucken. Also, das war Mac. Ich wollte nämlich schauen, ob wir hier noch unten in die Stadt weiterkommen. Vielleicht finden wir ja Riley noch oder irgendwen anders. Fehlt noch irgendwer? Ich weiß Gott gar nicht. Aber anscheinend kommen wir auf jeden Fall hier runter. Also würde ich erstmal weggehen. Neuer Nein, Bergarbeiter. Es ist kein Notfall. Mir geht es gut. Typhon ist nicht Nur normal. Typhon es war ein Fehler herzuziehen. Alter, hau ab, solange du noch kannst. Du weißt doch von unseren Verschwiegenheitserklärungen. Okay, Verschwiegenheitserklärung. Großartig. Ah, das musste Mac wahrscheinlich auch unterschreiben. So, haben wir hier hinten noch irgendwas versteckt. Schade, dass der Hund nicht da war. Darüber hätte ich mich mal gefreut. Er hätte aber mitnehmen können zum Jellybeans zählen. Es ist Zeit für Live-Musik, werte Zuhörer in Haven. Okay. Hey, das Stelli-Bohnen-Ratespiel ist beendet. Glückwunsch an unseren Gewinner Hector. Vielleicht ist Riley ja Blumenladen oder so, aber so spät. Hat vielleicht auch nicht wirklich Sinn. Hätte es selbst nicht besser sagen können. Fuck Typhon. Ah, hier sind die Eisverkäufer schon wieder. Worüber freust du dich? Ich hab dich schon lange nicht mehr so fröhlich gesehen. Wegen dem Kuchen. Der Eiscremekuchen in Drachenform. Seit wir den haben, hat sich echt was verändert. Und diesmal war das deine Idee. Ich muss ständig daran denken. Wie wär's denn mit einer Schlosskuchenform? Ja,
Ja, das wäre super. Und wie wär's mit kleinen Schwertern statt normalen Messern? Oh mein Gott. Wir könnten doch sogar selbst ein Lab veranstalten. Mit Kuchen. Als Werbung. Oh, und wir könnten unser Treueprogramm Erfahrungspunkte nennen. Okay. Pass genau auf. Eine komplette Fantasy-Umwandlung. Vergiss das mit der Lawine. Drachenschatz Eiscreme. Geil. Ich liebe dich, Schatz. Und ich dich, Ersthase. Gott, wir macht mal bitte woanders rum. Wir haben es einfach drauf. Zeig den Bizeps, Eiscreme Lady. Wie weit kommen wir hier noch? Vielleicht können wir Riley tatsächlich noch finden. Okay, hier können wir auf jeden Fall nichts machen. Schon wieder ein Typhon-Flugblatt. Ich glaube, das kennen wir schon, ne? Nachbarn? Ja. Nicht euer Ernst. Okay, die Black Lantern hat noch Licht an. Mal gucken, ob wir da reinkommen. Obwohl, Jet ist ja nicht da. Das sieht aber so aus, als könnten wir da noch rein.